Also, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa salatu wa rasulillah, wir wollen inshallah ta'ala jetzt eine neue Reihe beginnen. Inshallah, meine lieben Geschwister. Eine Reihe über ein Buch, welches zu den grundlegenden Büchern in einer Wissenschaft gehört, und zwar in der Wissenschaft der Tazkiyah oder Ilm as-Suluk. Ilm as-Suluk. Das heißt, der Wissenschaft, wo es um was geht? Wo es um die Läuterung geht. Die innere Läuterung, die innere Reinigung. Und wir wollen inshallah ta'ala über die nächsten Wochen, es werden insgesamt wahrscheinlich 31 oder 32 Vorträge werden, bi'iznillahi azza wa jal, wollen wir inshallah ta'ala uns dann mit den einzelnen Kapiteln dieses Buches beschäftigen. Dieses Buch heißt Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Und bevor wir inshallah ta'ala auf dieses Buch dann selbst zu sprechen kommen werden und uns mit diesem Buch dann auseinandersetzen werden und mit dem Autor dieses Buches beschäftigen werden, wollen wir heute zunächst erst einmal eine allgemeine Einleitung zu dieser Thematik machen. Um dann nächste Woche inshallah ta'ala uns dann mit diesem Buch zu beschäftigen und anfangen werden mit einer Einleitung zum Buch selbst und uns dann Kapitel für Kapitel inshallah ta'ala mit diesem Buch beschäftigen werden, sodass wir bi'iznillahi azza wa jalla am Ende dieses Buch vollständig behandelt haben werden. Und heute inshallah beschäftigen wir uns allgemein erst einmal mit dieser wichtigen Thematik, welche auch in diesem Buch besprochen wird, nämlich mit der Thematik der Tazkiyah, Tazkiyatun Nafs. Die Tazkiyah. Was ist überhaupt die Tazkiyah? Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister im Islam, er verwendet das Wort Tazkiyah immer wieder an unterschiedlichen Stellen. In der Regel als Verb. In der Regel als Verb. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat Ash-Shams, nachdem er bei mehreren Dingen schwört und am Ende dann bei der Seele schwört, dass es darauf ankommt, dass man als Mensch die Seele reinigen muss, um erfolgreich zu sein. Allah Ta'ala sagt, وَشَمْسِ وَضُحَاهَا, bei der Sonne und sozusagen dem Morgen oder dem Vormittag, وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, und der Mond, der auf die Sonne folgt, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها, und der bei dem Tag, wenn er dann wieder die Nacht erhält, sodass es Tag geworden ist, والليل إذا يغشاها, und bei der Nacht, wenn sie wieder alles bedeckt, والسماء وما بناها, und bei der Erde und wie er sie bei dem Himmel und wie er ihn errichtet hat, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, und bei der Erde, wie er sie ausgebreitet hat. Und jetzt kommt dieser siebte Schwur, um den es eigentlich geht. Ist euch was aufgefallen in diesen ersten sechs Schwüren? Und zwar, da gibt es immer eine Gegenüberstellung zwischen hell und dunkel, Himmel und Erde, Tag und Nacht, Sonne und Mond. Immer eine Gegenüberstellung. Und dann kommt was? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا, und bei der Seele, wie er sie was gemacht hat, wie er sie erschaffen hat. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا, Allah Ta'ala erschwört es nur noch bei der Seele. Es gibt kein Gegenpendant zur Seele, keinen Gegenteil zur Seele, sondern Allah Ta'ala, er zeigt auf, in der Seele vereinigen sich genau diese beiden Gegensätze. Licht und Dunkelheit. Helligkeit und Finsternis. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, und er hat ihr was eingegeben? Der Seele, das Schlechte und das Gute. فُجُورَهَا, das Schlechte, وَتَقْوَاهَا, und die Gottesfurcht. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, was der Weg ist zum Erfolg. Und was jetzt die Aufgabe des Menschen ist.
der sowohl das Gute als auch das Schlechte in sich trägt. Und der die Fähigkeit besitzt, Gutes zu tun und Schlechtes zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Erfolgreich ist derjenige, der was? Der sie läutet. Von Tazkiyah, Reinigung. وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Und verlustreich ist derjenige, der sie befleckt, der auf sie tritt, der sie nicht läutert, der sie nicht reinigt. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns also auf, ich habe als Mensch sowohl das Gute als auch das Schlechte in mir. Und meine Aufgabe als Mensch ist es, das Gute hervorzuheben und das Schlechte in mir zu verdrängen und zu bereinigen. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ich das nicht tue, ja, dann wird das Schlechte überhand nehmen. Und dann werde ich vom richtigen Weg abkommen. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte also vom Menschen, dass er sich selbst reinigt. Und das gehört zu den großen Zielen unserer Religion. Warum überhaupt Allah ta'ala Propheten gesandt hat? Auch unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesandt hat. Allah ta'ala, er zeigt uns in mehreren Ayat auf, dass zu den Grundsätzen der Botschaft unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört, dass der Mensch gereinigt wird. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, um uns zu zeigen, wie wir uns reinigen können. Kennt ihr vielleicht eine Ayat, die darauf hindeutet? Es gibt mehrere Ayat. Wo Allah Ta'ala uns aufzeigt, dass zu den Zielen der Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehört, dass er dem Menschen aufzeigt, wie er sich reinigen kann. Es gibt viele Ayat, die genau das hervorheben. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt als Beispiel: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten vor ihnen selbst hat erstehen lassen, der ihnen, Nummer 1, seine Zeichen verliest. وَيُزَكِّيهِمْ, sie läutert. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ, und sie das Buch und die Weisheit lehrt. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Also Allah Ta'ala, er hat unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesandt wegen drei Dingen. Einmal, um die Ayat vorzutragen, die er offenbart bekommen hat. Die Botschaft Allahs, die Offenbarung Allahs. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ Ayat. Nummer zwei, وَيُزَكِّهِمْ, damit er sie läutert und reinigt. Wir werden noch erklären ganz genau, was das Wort Tazkiyah bedeutet. Und Nummer drei, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, um ihnen das Buch und die Weisheit zu lehren. Und dann zeigt Allah auf, dass sie vorher in einem deutlichen Irrtum gewesen sind. Diese Ayah ist unglaublich wichtig, weil sie zeigt uns auf, dass der Mensch ohne die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht wirklich läutern kann, sich nicht wirklich reinigen kann. Er versucht es, aber am Ende wird er in einer Sackgasse landen. Warum? Weil ihm nämlich die genaue Anleitung fehlt. Es gibt Menschen, die schaffen es, oder auch ohne Offenbarung, einen Teil dieser Läuterung und dieser Reinigung dann auch umzusetzen. Aber in einigen Punkten werden sie immer vom richtigen Weg abkommen. Warum? Weil ihnen einfach die genaue Anleitung zur wahrhaftigen Läuterung fehlt. Der Mensch braucht eine Anleitung. Ohne diese Anleitung funktioniert das nicht. Und das sehen wir heutzutage, subhanallah. Heutzutage gibt es etliche Ratgeber, wie man glücklich wird, wie man ein besserer Mensch wird, wie man ein erfolgreicher Mensch wird. Und viele dieser Ratgeber beinhalten sehr, sehr gute Ratschläge, gar keine Frage. Aber alles sind immer nur was? Teilaspekte. Sie berücksichtigen nicht das große Ganze. Sie zeigen dir den Weg zum Erfolg in einem kleinen Bereich auf. Wenn es ein finanzieller Ratgeber ist, dann zeigt er dir auf, wie du finanziell erfolgreich sein kannst.
Schön und gut. Aber finanzieller Erfolg ist nicht alles im Leben. Es kann sein, dass ich vielleicht viel Geld habe, aber ich bin trotzdem unglücklich, oder? Dann gibt es Ratgeber, die dir aufzeigen, wie du ein gutes Unternehmen aufbauen kannst. Wie du deine Zeit gut managst. Das sind alles Ratgeber, die sind nützlich, gar keine Frage. Man kann daraus auch sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen für sich selbst. Aber am Ende ist es immer nur ein kleiner Bereich. Und sie können dir nicht aufzeigen, wie du dich wirklich zu einem vollkommenen Menschen entwickeln kannst. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns ein Gesamtkonzept gegeben. Durch dieses Gesamtkonzept, wenn ich es wirklich umsetze, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat und so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es selbst praktiziert hat, wer das tut, der wird zum Erfolg in der Dunya und in der Akhira finden. Weil was habe ich denn bitte schön von einem Erfolg in der Dunya, wenn ich keinen Erfolg in der Akhira habe? Überhaupt nichts. Ich werde alles verlieren. Und dementsprechend brauchen wir genau diese Anleitung, welche uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch beigebracht hat, welche er vorgelebt hat. Und seine Aufgabe war es gewesen, uns zu reinigen, also uns aufzuzeigen, wie wir uns reinigen können, damit wir rechtgeleitet sind. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat also unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam genau mit diesem Ziel geschickt. Uns was? Uns zu reinigen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns in einem schönen Hadith Qudsi aufgezeigt, dass es als Mensch genau darum geht, dass ich versuche, mich zu entwickeln, um damit auch Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und wir kennen alle diesen schönen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes sagt: Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Wer einen meiner mir nahestehenden befehlet, dem werde ich den Krieg erklären. Und dann sagt Allah in diesem heiligen Hadith, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zitiert Allah: Wa la yazalu abdi yataqarrabu wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Mein Diener nähert sich mir mit keiner Sache, die mir lieber ist, als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Das ist der erste Schritt, um mich Allah zu reinigen und Allah zu nähern und Allah näher zu kommen, dass ich zunächst erst einmal die Pflichten gegenüber Allah erfülle. Und dann geht es aber noch weiter. Also das hat kein Ende im Grunde. Ich kann Allah immer näher kommen. Umso mehr ich mich reinige, desto näher kann ich Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass Allah ta'ala daraufhin gesagt hat, ich muss kurz hier das Akku anschließen. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ. Und mein Diener nähert sich mir so lange mit guten Taten, bis ich ihn liebe. Ah, ich kann mich also entwickeln in meiner Beziehung zu Allah. Umso mehr ich Gutes tue, freiwillig, umso mehr ich versuche, mich zu reinigen auf allen Ebenen, desto näher komme ich Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Wenn ich ihn liebe, so bin ich sein Gehör, mit dem er hört. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Und ich werde zu seinem Augenlicht, mit dem er sieht. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Und ich werde zu seinem Arm, mit dem er greift. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا. Ich werde zu seinem Bein, mit dem er läuft. Also im Grunde genommen tue ich alles, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt hat. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ. Und wenn er mich bittet, dann werde ich ihm geben. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ. Und wenn er Zuflucht bei mir sucht, dann werde ich ihm Zuflucht gewähren. In einem anderen Hadith hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt, dass sich der Muslim entwickeln sollte in seiner Beziehung zu Allah. Und zwar in dem bekannten Hadith von Jibril alaihi salam, den wir alle kennen. Das sind alles grundlegende Hadithe, die aber alle das eine aufzeigen, nämlich dass der Mensch sich in seiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala entwickeln sollte. Und das funktioniert nur,
über diese Tazkiya, über die wir heute sprechen und über die wir in den kommenden Wochen insha'Allah ta'ala sprechen werden. Und zwar, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, oder was ist unserem Prophet sallallahu alaihi wa sallam widerfahren in diesem bekannten Hadith von Jibril? Jibril alaihi salam, er kommt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam als ein Mann. Als ein Mensch, in der Gestalt eines Menschen. Keiner von den Sahabe weiß, dass es sich hierbei um Jibril handelt. Er setzt sich zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ein fremder Mann, den sie nicht kennen, der aber nicht so aussieht, als würde er gerade von einer Reise gekommen sein. Ich meine, und damals, wie gesagt, wenn ein Fremdes dann plötzlich nach Medina kam, dann ist das aufgefallen und dann, wie gesagt, hätte man auf jeden Fall in irgendeiner Weise erkennen müssen, dass er von einer langen Reise kommt, weil er kommt nicht aus Medina, also muss er eine lange Reise hinter sich haben. Aber er sah ganz frisch aus, gepflegt, keine Spur von einer Reise oder von einer Anstrengung, von einer Wüste, von irgendetwas anderem, von einem Kamel. Und er setzte sich zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er stellte ihm jetzt insgesamt 5 Fragen. Und diese ersten 3 Fragen sind für uns wichtig jetzt in diesem Zusammenhang. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Akhbirni an al-Islam. Setze mich in Kenntnis über den Islam. Das ist die erste Frage. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, was der Islam ist. Und was ist der Islam? Wer kann mir kurz die 5 Säulen des Islam aufzählen? Was ist der Islam? Die 5 Säulen, Arkan im Islam. Barakallahu fik. Das Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dass das Gebet verrichtet wird, die Zakat entrichtet wird, das Fasten im Ramadan und die Hajj, wer dazu in der Lage ist. Klar und deutlich. Und jetzt sagt dieser Mann vor den Sahaba, Sadaqt. Die Sahaba wunderten sich, du hast die Wahrheit gesprochen. Erstmal stellt er ihm eine Frage und dann sagt er zu ihm, du hast die Wahrheit gesprochen. Warum stellt er überhaupt die Frage? Und wie kann er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, du hast die Wahrheit gesprochen? Und dann kommt die zweite Frage. Und zwar die Frage nach dem Iman. Er sagte, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. So berichte mir über den Iman. Und was war die Antwort von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen? Was ist der Iman? Masha, sehr gut. So, Allah glaubst an tu'mina billah wa malaikatihi, an seine Engel, wa kutubihi, an seine Bücher, wa rusulihi, an seine Gesandten, wa liyawmin akhir, an den jüngsten Tag, wa bil qadari khairihi wa sharrihi, und an die Bestimmung im Guten sowie im Schlechten. Und wieder sagte er, sadaqt, du hast die Wahrheit gesprochen. Und jetzt kommt die dritte Frage. Und er sagte, fa'akhbirni an al-ihsan. So berichte mir über den Ihsan. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was ist der Ihsan? Diesen Hadith, den müsst ihr auswendig können. Zumindest diese 3 Sachen. Muss jeder Muslim auswendig können, weil das sind die Grundlagen unserer Religion. Was ist der Ihsan? Dass du Allah dienst, an ta'bud Allah, ka'annaka tara, als könntest du ihn sehen. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Und wenn du ihn nicht sehen kannst, so kann er dich sehen. Okay. Diese 3 Fragen sind die Grundlage unseres Glaubens. Weil am Ende sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, wer dieser Mann gewesen war, der gefragt hat? Wir sagten Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah und der Gesandte wissen es am besten. Woraufhin der Prophet sprach, فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Es war Jibril, der gekommen ist, um euch eure Religion beizubringen. Also Jibril kam extra, um uns unsere Religion beizubringen. Und diese Fragen, die er gestellt hat, sind nicht irgendwelche Fragen, sondern sind Fragen, die wirklich das Fundament unseres Glaubens betreffen. Und hier kommen wir jetzt zu was? Hier kommen wir jetzt zu genau unserer Thematik heute. Was ist die erste Frage gewesen? Die erste Frage war nach dem Islam.
Und der Islam ist hier was? Dass ich den Islam, die Religion Allahs, zunächst erst einmal oberflächlich praktiziere. Ich praktiziere den Islam, indem ich mich dazu bekenne. Heutzutage gibt es Milliarden Menschen, fast 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die bekennen sich zum was? Zum Islam. Unabhängig davon, ob sie beten, ob sie nicht beten, wie gut sie sind, wie schlecht sie sind. Ja? Sie sagen aber alle, wenn du sie fragen würdest, bist du Muslim? Alhamdulillah. Wie oft habe ich das erlebt, ja, dass Leute irgendwie, die, weiß ich nicht, vor Gericht gestohlen haben und dann vor Gericht sind, dann sagen zum Richter, ja, aber ich bin Muslim, ich stehe nicht. Aber hat dich doch erwischt. Ja? Aber er ist Muslim. Er bekennt sich äußerlich zum Islam. Manche von ihnen beten auch und fasten im Ramadan. Ja, machen dann irgendwann mal die Hajj. Zu den Muslimen. Aber reicht das aus? Ist das, was Allah von uns möchte, nur dieses Äußerliche? Nein. Jetzt kommt nämlich was? Dieser zweite Schritt. Stellt euch das vor, wie einen großen Kreis. Wie was? Wie einen großen Kreis. In diesem großen Kreis befinden sich alle Muslime dieser Welt. Jeder auf dieser Welt, der sich in irgendeiner Weise zum Islam bekennt, ist in diesem großen Kreis drin. Und jetzt kommt was? In diesem großen Kreis noch ein weiterer Kreis, der etwas kleiner ist. Ihr kennt doch eine Dartscheibe, oder? Es gibt in dieser Dartscheibe gibt es sozusagen einen großen Kreis. Und dann gibt es nochmal sozusagen dann in der Mitte, ja, diese sozusagen einmal grün und dann rot. Kommen wir zu diesem grünen Bereich, wo man 25 Punkte, glaube ich, bekommt. Ja? Wenn man da trifft. Dieser kleinere grüne Kreis ist dann der Iman. Dort befinden sich dann was? Menschen, die sich wirklich intensiv mit ihrem Glauben auseinandergesetzt haben. Die Glauben bewusst verinnerlicht haben. Die verstehen, was es bedeutet, ein Muslim zu sein. Die verstehen, was es bedeutet, an Allah zu glauben. An den jüngsten Tag zu glauben. An die Engel zu glauben. All diese Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier erwähnt hat. Also sie verinnerlichen den Islam. Der Islam ist nicht nur einfach was, etwas Äußerliches. Sind nicht einfach nur gebürtige Muslime aus Tradition heraus. Sondern sie haben verstanden, warum sie das sind. Sie sind schon einen Schritt weiter. Als die große Allgemeinheit der Muslime. Und deswegen, Allah Ta'ala hat in einer Sura den Unterschied gemacht zwischen Iman und Ihsan. Welcher Sura? Weiß es jemand? Welche Ayat ich meine? Es gibt sehr bekannte Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala genau diesen Unterschied macht zwischen Islam und Iman. Welcher Sura? Sura Nummer 49. Sura Al-Hujurat. Ah, wer kann Sura Al-Hujurat auswendig? Ja. ايوه نعم نعم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا. Die Wüstenaraber, das sind Leute, die sind gekommen nach Medina und haben gesagt, wir sind jetzt Muslime, haben uns äußerlich dazu bekannt. قل لم تؤمنوا, sagt, ihr habt nicht wirklich den Iman verinnerlicht. ولكن قولوا أسلمنا, sagt nur, wir haben uns äußerlich ergeben. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, aber der Iman ist noch nicht in eure Herzen getreten. Der Iman ist noch nicht in eure Herzen getreten. Und dann zeigt uns Allah auf in der nächsten Ayah, wer die wahren Mu'minun sind. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ganz wichtig. Gläubig sind nur jene, welche an Allah und den Gesandten glauben. Und dann was? Keine Zweifel haben. Sie sind fest davon überzeugt. Fest davon überzeugt. Sie haben sich damit beschäftigt. Sind bewusste Muslime. وَجَاهَدُوا, und das führt dann zu was? Zum Handeln. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, und strengen sich mit ihrem Vermögen und mit sich selbst, ihrem Leben auf dem Wege Allahs an. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, das sind die Wahrhaftigen. Ganz wichtig. Es gibt eine Entwicklung und diese Entwicklung, die muss ich als Muslim durchlaufen. Und das funktioniert nur, indem ich an mir arbeite, indem ich diese Tazkiya betreibe. Auf allen Ebenen, wie wir sehen werden noch, insha'Allah ta'ala. Und dann aber kommt dieser rote Punkt in der Dartscheibe. Diese 50 Punkte. Da, wo nun die wenigsten reintreffen. Der kleinste Kreis. Und das ist dann was? Der Kreis des Ihsan. Der Kreis der Muhsinin. Und wer sind die Muhsinin? Die Muhsinin hat der Prophet zu Hause nochmal unterteilt in 2 Stufen.
أن تعبد الله كأنك تراه. Dass du Allah anbetest, als könntest du ihn sehen. Stell dir das mal vor. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du kannst Allah sehen. Die ganze Zeit hast du das Gefühl, du siehst das Paradies. Die ganze Zeit hast du das Gefühl, du siehst die Hölle. Die ganze Zeit hast du das Gefühl, du siehst die Engel um dich herum. Was für ein Bewusstsein muss das sein? Das ist die höchste Stufe überhaupt. Und diese Stufe nennt man was? Maqam al-Mushahada. Die Stufe der Mushahada. Kommen wir noch im Laufe des Buches, inshallah, kommen wir noch darauf zu sprechen. Maqam al-Mushahada. Das, die Stufe und der Rang des Bezeugens. Dass ich das Gefühl habe, ich kann alles sehen. Wie in dem bekannten Hadith von Haritha. Kennt ihr den Hadith von Haritha? Kennt ihr den Hadith von Haritha? Wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal auf einen jungen Sahabi stieß, der hieß Haritha. Und er fragte ihn, Kaifa asbachte ya Haritha? Wie bist du aufgestanden? Wie geht's dir, o Haritha? Dann meinte er, asbachtu mu'minan billahi haqqa. Ich bin ein wahrhaftiger Mu'min geworden. Ein richtiger Mu'min, richtiger Super-Mu'min. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أبصر ما تقول. Pass auf, was du sagst. فإن لكل قول حقيقة فما هي حقيقة إيمانك. Jede Aussage braucht ihren Wahrheitsgehalt. Was ist der Wahrheitsgehalt deiner Aussage? Wie antwortete Haritha? Er sagte, أصبحتُ. Ich bin jetzt in einem Zustand, wo ich das Gefühl habe, ich kann den Thron Allahs mit meinen Augen sehen. Ich kann den Thron Allahs mit meinen Augen sehen. Ich bin in einem Zustand, wo ich die Nacht mit dem Gebet belebe und den Tag mit dem Fasten. Ich habe das Gefühl, ich kann die Paradiesbewohner sehen, wie sie sich im Paradies ergötzen. Und ich habe das Gefühl, wie ich die Höllenbewohner sehe, wie sie in der Hölle schreien. Woraufhin der Prophet draußen sagte, Araf der Felsen. Du weißt Bescheid, also halt daran fest. Du weißt Bescheid, also halt daran fest. Das ist Maqam al-Mushahada. Und dann kommt ein bisschen darunter. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ. Und wenn du ihn nicht sehen kannst, so kann er dich sehen. Maqam al-Muraqaba. Dass ich weiß, Allah Ta'ala, er sieht mich. Ich bin nicht so weit, dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich vor Allah stehe im Gebet. Aber ich bin so weit, dass ich das Gefühl habe, Allah sieht mich. Das heißt, wenn ich vorhabe, eine Sünde zu begehen, dann schäme ich mich. Mach diese Sünde nicht. Ich lasse davon ab. Das ist ein Unterschied zu jemandem, der es einfach macht, dem ist völlig egal. Ach, Allah ist Ghafur Rahim, ich bin Muslim, Alhamdulillah, ich komme so und so ins Paradies. Oder jemand, der wirklich das Gefühl hat, Allah sieht mich und er will eine Sünde begehen und dann, ich weiß nicht, Allah sieht mich, ist mir unangenehm. Und selbst wenn er sie begeht, bereut er sofort und schämt sich vor Allah. Wie konnte ich so etwas nur tun? Wie konnte ich Allah mich in diesem Zustand sehen lassen? Maqam al-Muraqaba, die Stufe des Beobachtens. Ich weiß, Allah sieht mich. Subhanallah, das ist der Weg dorthin. Dort wollen wir hin. Und diesen Weg, dieses Ziel, diesen roten Kreis, den können wir nur erreichen, indem wir uns anstrengen. Genauso wie jemand, der Dart spielt. Damit ich immer diesen roten Kreis treffe, muss ich was machen? Muss ich viel üben. Ich muss jeden Tag immer wieder daran arbeiten. Jeden Tag immer wieder versuchen, meine Wurftechnik zu verbessern. Ja? Das ist mit viel Übung verbunden. Kann ich nicht einfach so von mir aus, sondern ich muss das üben, damit ich das kann, was die Profis können. Muss ich jeden Tag mehrere Stunden Dartpfeile werfen. Und irgendwann mal kann ich es dann aber. Und genauso auch ist es in unserer Religion. Umso mehr ich mich anstrenge, umso mehr Tazkiyah ich betreibe, desto höher wird meine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und umso mehr ich die Tazkiyah vernachlässige, desto weiter entferne ich mich von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Egal was du tust, wenn du die Mühe gibst, wirst du dein Ziel erreichen. Sobald du faul wirst, wirst du von deinem Ziel abkommen. Ob es eine Sportart ist, ob es eine Wissenschaft ist, ob es in der Schule ist, ob es an der Universität ist, derjenige, der sich die Zeit nimmt, der wird sein Ziel erreichen.
Aber derjenige, der faul ist und nichts tut, der wird sein Ziel verfehlen. Subhanallah. Was ist nun, meine lieben Geschwister im Islam, ganz konkret diese Tazkiya? Die im Übrigen, subhanallah, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst immer praktiziert hat. Mehr als jeder einzelne von uns. Nur mal ein Beispiel. Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der die höchste Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt hat. Ohne Frage. Und der das auch wusste, hat sich mehr angestrengt als jeder andere. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er betete in der Nacht, bis seine Beine angeschwollen sind, wehgetan haben, schwer wurden, dick wurden. Und als er dann gefragt wurde, warum er dies denn tue, sagte er, أَفَلَا أَكُونُ عَبَدًا شَكُورًا. Soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Subhanallah. Er ist also mit gutem Beispiel vorangegangen. Er hat sich angestrengt, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat sich versucht zu läutern, obwohl er schon geläutert war. Er ist doch Muhammad, der Gelobte, den Allah lobt. Aber er hat sich nicht darauf ausgeruht, sondern er hat sich angestrengt und hat versucht, Allah noch näher zu kommen, um am jüngsten Tag dann den Maqam Mahmud, die wohlgelobte Stufe am jüngsten Tag zu erreichen, die nicht jeder erreichen kann, sondern nur eine einzige Person. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiru. O ihr Menschen, kehrt reumütig zu Allah zurück. Macht Taube. Bittet ihn um Vergebung. Warum? Fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra. Weil ich selbst zu Allah 100 Mal am Tag reumütig zurückkehre. 100 Mal mache ich am Tag Taube. 100 Mal! Nehmen wir mal 7 Stunden Schlaf weg. Lassen wir es beim Propheten sonst 5 Stunden sein. Wie viele Stunden bleiben übrig? Sagen wir mal 4 Stunden, 20 Stunden bleiben übrig. Wenn du auf 20 Stunden, ja, 100 Mal verteilst, wie oft pro Stunde hat er dann Taube gemacht? 5 Mal pro Stunde. Subhanallah. Das heißt, fast alle 10 Minuten ist er zu Allah reumütig zurückgekehrt. Sallallahu alaihi wa sallam. Taube gemacht, Allah um Vergebung gebeten. Das ist die Tazkiya. Und das ist das, was wir brauchen. Und das ist das, wo wir hinwollen, insha'Allah ta'ala. Wir wollen lernen in dieser Vortragsreihe, wie wir uns Allah subhanahu wa ta'ala nähern können. Was bedeutet aber jetzt ganz konkret das Wort Tazkiya? Wir haben jetzt die ganze Zeit das Wort Tazkiya verwendet. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, was bedeutet eigentlich das Wort Tazkiya sprachlich, linguistisch. Und das Wort Tazkiya beinhaltet 2 Grundbedeutungen. جيد تطهير تطهير هو من الزكاة الزكاة من التزكية كذلك وأحد المعاني الرئيسية هو التطهير also eine der Grundbedeutungen von Tazkiya ist was? Reinigung. Und deswegen auch Zakat, Zakatul Mal. Was mache ich bei Zakatul Mal? Bei der Zakat reinige ich was? Mein Vermögen. Ich reinige mich selbst. Indem ich mich schütze vor was? Reinige von Eigenschaften wie Geiz, Egoismus. Ich gebe ab. Und ich reinige mein Vermögen, weil Allah Ta'ala von mir das verlangt hat, dass ich anderen Menschen etwas von meinem Vermögen abgebe. Das ist also die erste Grundbedeutung von Tazkiya. Ich versuche mich zu reinigen, zu läutern. Aber es gibt noch eine weitere Bedeutung. هناك معنى آخر, معنى رئيسي آخر للتزكية. Die Zaka hat 2 Grundbedeutungen. Einmal die Bedeutung des was? Des Reinigens und das ist die 2. Bedeutung. Sehr wichtig ist es. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Was ist die 2. Bedeutung von Tazkiya? An-Nama. An-Nama. Wachstum. Dass etwas wächst. Al-Mal yanmu bi tazkiyatihi. Das Vermögen wird mehr durch was?
Durch die Zakat. Ma naqasa malun min sadaqa. Kein Vermögen wird weniger durch eine Sadaqa. Das heißt, wenn ich die Zakat entrichte, dann wird mein Vermögen nicht weniger, sondern es wird mehr. Subhanallah. Allah Ta'ala vermehrt es. Indem er nämlich was gibt? Indem er nämlich Baraka gibt. Indem er Segen in dieses Vermögen legt. Und genauso auch bei der Tazkiyah. Dadurch, dass ich mich reinige von meinen negativen Eigenschaften, dass ich versuche, mich zu säubern, eigne ich mir automatisch positive Eigenschaften an. Ganz wichtig. Es ist nicht so, dass ich plötzlich gar keine Eigenschaften mehr habe. Nein, sondern diese negativen Eigenschaften, die ich loswerde, werden ausgetauscht durch was? Durch positive Eigenschaften. Also, Beispiel. Wenn ich mich vom Geiz reinige, dann eigne ich mir automatisch auf der anderen Seite welche Eigenschaft an? Die Eigenschaft der Freigebigkeit. Wenn ich mich von Hass reinige, dann eigne ich mir automatisch die Eigenschaft an, dass ich ein sozusagen reines Verhältnis zu den anderen Menschen habe, zu meinen Mitmenschen. Wenn ich mich von der Eigenschaft der Wut und des Zornes reinige, Al-Ghadab, dann eigne ich mir automatisch die Eigenschaft des Hilm an, der Sanftmütigkeit. Also die negative Eigenschaft wird automatisch ausgetauscht durch eine positive Eigenschaft. Und damit wachse ich als Mensch in meinem Charakter. Ich werde zu einem besseren Menschen. Wenn ich vorher faul war, Kessel, dann habe ich automatisch als neue Eigenschaft die Eigenschaft des Fleißes. Weil ich bin nicht mehr faul. Subhanallah. Und daran sehen wir, die Tazkiyah, sie führt auf der einen Seite dazu, dass ich mich reinige von den schlechten Eigenschaften, die schlechten und negativen Eigenschaften loswerde und automatisch mir was für Eigenschaften aneigne? Positive Eigenschaften, Subhanallah. Dass ich zu einem komplett neuen Menschen werde. Das ist unglaublich. Und das ist so wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir das verstehen. Ich wachse als Mensch, indem ich an mir arbeite. Und umgekehrt genauso. Derjenige, der keine Tazkiyah betreibt, was passiert bei ihm? Bei ihm passiert genau das Umgekehrte. Selbst die positiven Eigenschaften, die er hat, die wandeln sich mit der Zeit in negative Eigenschaften um, weil sie nämlich befleckt werden. Da ist zwar jemand nett und freundlich, aber er ist faul. Sehr faul. Ja? Es ist zwar schön, dass er nett und freundlich ist, aber die Menschen, die halten trotzdem Abstand von ihm, weil sie, na, guck mal, der macht nichts, der ist nichts, ja? Der lebt nur für sich selbst. Ja? Da ist jemand vielleicht, mashallah, sehr fleißig, aber er ist geizig. Diese Leute sehen zwar, mashallah, er ist sehr erfolgreich, aber das ist ein Geizhals, mit dem wir niemand was zu tun haben. Das heißt, diese negative Eigenschaft überdeckt was? All seine positiven Eigenschaften, die er hat. Und umso weniger er an sich arbeitet, um diese negative Eigenschaft loszuwerden, desto größer wird diese negative Eigenschaft und überdeckt all die positiven Eigenschaften, die er eigentlich ursprünglich hatte. Weil jeder Mensch, subhanallah, bringt in irgendeiner Weise von Natur aus, von seinem Wesen her, positive Eigenschaften mit sich. Jeder Mensch. Der eine ist fleißig, ein anderer ist diszipliniert, ein dritter ist von Natur aus, Alhamdulillah, sehr sanftmütig, ein vierter ist sehr, sehr freigebig, von Natur aus. Und das ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Aufgabe ist es, diese positiven Eigenschaften zu pflegen und noch mehr voranzutreiben, dass sie noch mehr wachsen und die negativen Eigenschaften, die du auch in dir trägst, automatisch, dass du versuchst, sie mit der Zeit loszuwerden. Also die Tazkiyah, ja, ist ein Prozess, wo ich mich zunächst erst einmal reinige und gleichzeitig mir positive Eigenschaften aneigne. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Grundsatz in der Scharia, in unserer Religion, die wir von der Tazkiyah lernen können. Nämlich das Prinzip der Tachliya qabla Tahliya. Was heißt das? Tachliya
qabla at-tahliya. Merkt euch das. So ein Satz, den ihr euch merken könnt. Was bedeutet dieser Satz? At-tahliya qabla at-tahliya. Sehr gut. At-tahliya, ich muss mich erstmal von dem Negativen trennen, bevor ich mir das Positive aneigne. At-tahliya qabla at-tahliya. Und genau das haben wir, dieses Prinzip haben wir in der Tazkiya. Ich reinige mich, um mir Positives anzueignen. Und darauf basieren sehr, sehr viele Bereiche in unserer Religion. Beispielsweise unsere Shahada. Das Glaubensbekenntnis. Es basiert genau darauf. Das Glaubensbekenntnis bei uns beginnt mit einer Negation. Nafi. Shahada tabda bin Nafi. Thumma al-Ithbat. يعني التخلية قبل التحلية. Ich negiere jegliche Form von falscher Gottheit, um dann den einzigen Gott zu bestätigen, nämlich Allah. Deswegen sage ich, ich bezeuge, es gibt keinen Gott. Und dann, außer Allah. Ich habe einmal einen Bruder, das ist ein älterer Mann gewesen, IZDB, kann ich mich noch sehr gut erinnern, vor ungefähr, weiß ich gar nicht mehr, 7, 8 Jahren war das gewesen, der hat den Islam angenommen in der Moschee. Und dann habe ich ihm dann die Shahada vorgesagt und ich sagte dann zu ihm auf Deutsch, ich bezeuge, er sagte, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt. Er meinte, halt, 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 ich bin hier, um zu bezeugen, dass es einen Gott gibt. Dabei, ja, sozusagen, ich habe da erstmal sozusagen Pause gemacht. Meinte, ja, ja, ist klar. Ja, dann habe ich das in einem Satz gesagt. Ja. Seitdem mache ich das immer in einem Satz, ja, damit mir das nicht nochmal passiert. Ja, weil er meinte, ich bin hier gekommen, um zu bezeugen, dass es einen Gott gibt und nicht um zu verneinen, dass es Götter gibt. Meinte, ja, er kommt noch. Ja. Aber wie gesagt, ja, ich fange an mit einer was? Negation. Ja. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt. Ich trenne mich von allen falschen Göttern, um dann zu bestätigen, dass es den einzigen anbetungswürdigen Gott gibt, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Also ich negiere erstmal, ich verleugne erstmal jegliche Form von falschen Göttern, um dann was zu tun? Um dann den einzigen Gott zu bestätigen. Das ist genauso wie mit einer Flasche Wasser. Wenn in dieser Flasche jetzt Dreck wäre, Schmutz wäre, und ich würde einfach Wasser hinzufügen, dann würde das Wasser immer noch was? Immer noch getrübt sein. Wenn ich aber die Flasche auswasche, komplett, und reinige und dann Wasser hinzufüge, dann habe ich was am Ende? Reines Wasser. Vorher jedoch nicht. Ich muss es erstmal auswaschen. Denn wenn ich immer wieder Wasser nachgebe, es bleibt immer noch ein kleiner Prozentsatz Schmutz in dieser Flasche übrig. Subhanallah. Und deshalb, ja, At-tahliya qabla at-tahliya. Und subhanallah. Genau auf diesem Grundprinzip haben auch die großen Gelehrten, welche sich mit dieser Wissenschaft beschäftigt haben, mit Ilm as-Suluk, mit der Wissenschaft der Charaktereigenschaften, der Tazkiya, Ilm al-Tasawwuf, wie ich mich reinigen kann, sie haben es genau, ja, darauf aufgebaut, auf diesem Prinzip. Es gibt drei sehr, sehr bekannte Werke in diesem Bereich, die in der islamischen Welt große Verbreitung gefunden haben. An erster Stelle das Werk Ihya Ulum ad-Din von dem großen Gelehrten Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali. Sein Werk ist ein Werk gewesen, was die gesamte islamische Welt erreicht hat und bis in unsere heutige Zeit zu den Standardwerken in diesem Bereich gehört. Und subhanallah, dieses Werk, ja, wurde dann zusammengefasst von einem ebenfalls großen Gelehrten in diesem Bereich, der hieß Ibn al-Jawzi. Und zwar unter dem Namen Minhaj al-Qasidin. Das ist eine Zusammenfassung von Ihya Ulum ad-Din. Und das Werk von Minhaj al-Qasidin von Ibn al-Jawzi wurde nochmal zusammengefasst von einem anderen Gelehrten, Ibn Qudama,
mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden, insha'Allah ta'ala, und zwar unter dem Namen Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Aber alles basiert auf dem Werk Ihya Ulumuddin. Und wie ist jetzt dieses Werk Ihya Ulumuddin aufgebaut? Dieses Werk Ihya Ulumuddin ist aufgebaut, ja, indem es in erster Linie was in zwei Bereiche unterteilt wurde. In dem Bereich Wahir und in dem Bereich Batin. Wahir, die äußeren Eigenschaften, Batin, die inneren Eigenschaften. Und dann Wahir hat er nochmal unterteilt in einmal Ibadat, die äußerlichen sozusagen, Ibadat, und dann Adat, das heißt die Gewohnheiten, die ein Mensch praktiziert. Und die Batin-Eigenschaften, die innerlichen Eigenschaften, hat er unterteilt in vernichtende Eigenschaften und rettende Eigenschaften. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und hier haben wir genau dieses Prinzip. Das Prinzip, ja, dass ich zunächst erst einmal mich trennen muss von den vernichtenden, schlechten Eigenschaften, um mir dann die rettenden Eigenschaften, die sogenannten Al-Munjiyat, anzueignen. Wir werden uns, insha'Allah ta'ala, ganz ausführlich, bi'izzillahi azza wa jal, damit auch noch beschäftigen. Ja, das ist das Thema der Tazkiyah, meine lieben Geschwister im Islam. Ja, und wir sehen, wie wichtig dieses Thema ist und wie sehr ich als Muslim auf dieses Thema angewiesen bin, damit ich zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen kann. Das, insha'Allah ta'ala, war zunächst erst einmal eine Einleitung zu unserer neuen Reihe gewesen, über diese Tazkiyah-Reihe, wo wir uns, insha'Allah ta'ala, dann in den kommenden Wochen mit dem Buch Mukhtasar Minhaj Qasidin von Ibn Qudama beschäftigen werden, wo er genau über diese Thematik in mehreren sogenannten Büchern spricht. Wir werden nächste Woche insha'Allah ta'ala eine Einführung haben zu diesem Buch und auch zum Autor dieses Buches insha'Allah ta'ala, dass wir ganz genau wissen, wer das ist. Ich werde euch auch vorstellen, wie das Buch aufgebaut ist und wie viele Unterrichte wir dann konkret haben werden insha'Allah ta'ala bei diesem Buch, sodass wir dann komplett dieses Buch abgeschlossen haben und hoffentlich dann auch wissen, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen können durch die Tazkiyah. Tazkiyah tun nafs durch die Läuterung unserer Seele. Subhanakallahumma wa hamdaka ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.